Ich sag aber, das ist so eine Porno-Nummer hier, ne? Das ist ganz normaler Fernsehsender, privat. Porno? Keine Ahnung. Wir drehen kein Porno, nein, nein. Ach so. Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Ja, Freunde, wir sind hier auf dem Schlebuscher Schützen- und Volksfest, was hier so alles abgeht an der Big Wave und noch viel mehr jetzt. Shake that. Shake that. Wir sind hier an der Big Wave und wer sich vielleicht ein bisschen an uns erinnert, der weiß, dass wir hier schon öfters waren. Aber gerade sehen wir, dass sich da irgendwie was getan hat, denn die haben einen ausgetauscht. Es ist nicht mehr der, der die Karten sonst dabei ist. So, ihr wollt was sagen? Ja, hi! Ja, wer sich so ins Bild stellt, der muss auch was sagen. So, jetzt gehen wir mal wieder ran zur Big Wave. Wollen wir mal eine Runde Big Wave fahren? Nein. Oh Gott. Warum nicht? Ist Ihnen da zu schnell? Richtig schnell, richtig. Kann man ja. Aber ich gebe die Fahrt aus. Nein, nein, doch. Hallo! Da sind wir wieder! Kennen Sie uns noch? Noch? Ist das ein Ding? Ja, das ist ein Ding. Wie ist es Ihnen ergangen? Letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Hat sich seitdem was getan? Ja, ein bisschen. Was denn? Ja, was? Sie haben sich hier auf der Kirmes verlaufen oder wollten Sie gezielt hier hin? Wir sind gezielt auf dem Weg in Wupperpark, um gleich den... Die Queen Kings. Zu gucken, klar. Der Mirko von den Queen Kings, Kings, Queens. Ich verwechsel es immer, die Queen Kings, richtig. So sieht's aus, die Queen Kings, jawohl. Steht hier neben mir, heute im Wuppermannpark in Leverkusen. Wie ist die Stimmung bei euch in der Band? Sehr gut, ja, wir sind ja seit Jahren hier zu Gast in diesem wunderbaren Park und es ist immer so, dass ganz viele Leute kommen, weil es ja auch nichts kostet. Es sah heute nicht so aus, als würde das Wetter mitspielen, aber momentan sind wir ja von Sonne gepriesen, das ist ein Fest der Sinne. Du singst du auch mit? Nee. Nee, bei dir hat es nicht gereicht zum Gesang? Nee, bei mir hat es nicht gereicht, ich kann ja gerade mal nicht mal bis 4 zählen, ich bin aber ja ein Schlagzeuger. Takt kannst du gerade so halten, ne? Ja, gerade so ein bisschen. Aber ich habe ja da tatkräftige Unterstützung von meinem Freund Rolf Sander Ambass. Rolf Sander Ambass, du fängst ihn dann ein bisschen auf, wenn er abhaut? Ja, ich versuch's zumindest, ne? Aber ich kann da natürlich auch nichts ausrichten. Das Publikum, ist das hier im Vergleich zu anderen anders oder kann man das irgendwie so sagen, ja, die sind überall gleich? Ne, überall gleich sind sie nicht. Also wenn es überall gleich wäre, dann wäre es ja auch irgendwie... Da will jemand unbedingt ins Fernsehen, zum dritten Mal. Dann wäre es ja auch langweilig. Es ist schön, dass es immer anders ist. Aber wie gesagt, es ist ja hier umsonst. Hier kommen dann also auch Familien mit Kindern. Und man gewinnt auf diese Art und Weise natürlich wieder ein paar neue Freunde, die dann auch mal auf andere Konzerte kommen. Und das ist immer eine große Herausforderung, hier mal was zu tun und Leute zu überraschen mit etwas, womit sie einfach nicht rechnen. Shake that. Shake that. Ist es wieder schneller geworden? Ja, schneller geworden. Haben Sie wieder Kohlen reingelegt? Ja. Mhm. Wie schnell fährt es jetzt? 18 Umdrehungen. 18 Umdrehungen pro Minute? 18 Umdrehungen, 18. Wo ist denn hier der Kollege? Ja, aber da war doch immer ein anderer da. Ich habe ja meine Angst jetzt über die Jahre abgelegt, ne? Das ist ja prima, wenn du die Angst abgelegt hast. Da kann nichts mehr schief gehen. Nee. Der ist weg. Der ist weg. Der ist in Rente. Der darf schon in Rente. Ist denn hier so ein Fahrgeschäft für Sie auch dabei, wo Sie sagen, da gehe ich drauf? Klar. Welches? Jesus Breakdance. Waren Sie da heute schon? Ich nicht. Warum? Sie müssen dann alleine? Ja klar, ich gehe mal alleine. Oh, das ist doch scheiße, warum? Keine Ahnung. Bringt mir nichts und ich glaube, da wird mir mal schlecht drauf. Doch, das bringt Ihnen Spaß. Und die Haare wehen. Ja, ja. Wenn Sie mal einen neuen brauchen, ich biete mich da an. Ja. Gut. Ist aber ziemlich schwierig. Schwierig? Warum? Ich muss doch nur die Tickets einsammeln. Naja, aufbauen, abwaschen. Ach, das muss ich auch machen. Ja, klar. Ja, also wir haben früher natürlich auch viel eigene Musik gemacht, nur ist das natürlich auch nicht so ganz leicht in Deutschland. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte man denn mal machen von unseren großen Rock-Heroes. Und wir sind ja nun auch nicht mehr 13. Also wir sind alle mit Queen groß geworden. Und dann sucht man sich natürlich auch eine Band aus, die einen gewissen Anspruch hat. Und da ist Queen natürlich... musikalisch eine Top-Nummer. Was fasziniert dich denn an Queen jetzt? Also ich habe tatsächlich schon unheimlich viel Queen gehört. Ich bin damit groß geworden und es ist definitiv eine meiner Lieblingsbands. Und mich hat immer fasziniert natürlich die schönen Melodien, der Gesang, auch die tollen Texte, die vielseitigen Arrangements, die vielen Stile, dass es eine Rockband ist. Letzten Endes, wenn auch mancher Song so, sagen wir mal, auf den Studioaufnahmen etwas poppig geraten ist. Habt ihr ein Ritual, wie ihr euch vor dem Konzert auf das Bevorstehende vorbereitet? Oder geht ihr da hoch und sagt, okay, wir rocken das Teil jetzt. Wenn es nicht läuft, okay, aber wenn doch, umso besser. Wir wünschen uns einfach viel Glück und im Großen und Ganzen ist die Vorbereitung eigentlich die, dass man
Ja, dass man einfach erregt ist, wenn viele Leute da sind. Tatsächlich ist das im Moment so, dass wir jetzt in der Band gerade so einen richtigen Umbruch haben, wo wir alle total drauf stehen, auf Fitness und uns selber sportlich zu halten. Und ich glaube, also ehrlich gesagt, ich habe mich selten so fit gefühlt. Ich habe das Gefühl, also die Band, also eher macht das Publikum schlapp als wir. Ich glaube, wir machen das noch eine Weile. Das ist eine Aussage. Die beste Vorbereitung ist eigentlich immer noch ein tolles Interview mit zwei netten Damen. Ja, man hat, vielleicht kommen die gleich ja auch noch hier rein. Man hat nicht immer Glück. Check that. Check that. Kommt alle bei The Big Wave und ab geht's. Jutsch! Oh, Dankeschön. Oh. Was ist das Lieblingslied von Queen bei Ihnen? Bohemian Rhapsody. Können Sie das singen? Nicht wirklich, weil es ein sehr schweres Lied ist. Ich mach mal den Anfang. Is this the real life? Und jetzt Sie? Is this just fantasy? Caught in a lifetime. No escape from reality. Oh, das war für dich. Das war schon, das war großes. Alles andere sieht ihr jetzt vor der Bühne oder halt auch nicht. Falls ich mal krank bin, ich brauche deine Adresse. Check that. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder vom Schlebuscher Schützen- und Volksfest. Natürlich hier aus Schlebusch. Danke an die Queen Kings und bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Junge! Wir sind hip. Und darauf hab ich Bock. Wir sind hip. Ja, Freunde, hey, da...